Ah, das ist schon herrlich zum Spielen. Ja, aber man muss echt aufpassen, wenn man da gegen eine Wand oder was kommt, tot, sofort, gibt's nix. Bist weg. Hast du als kleiner Vogel hast verloren. Willkommen zurück zu Far Cry 4. Und ich habe jetzt eine kleine Pause gemacht, für mich selber. Und wir haben das als Ziel, setzen wir gleich als Wegpunkt. Und ich habe, damit man das nicht nachher rauskarten muss und blablabla, weil es eh nichts bringt. Wir waren vorher in der Gegend da. Da bei der Brücke waren wir. Und wir haben jetzt da gleich in unsere Festung wieder rein teleportiert, sage ich einmal. Damit wir dann mit dem Herbie wieder hinfliegen können. Und generell habe ich mir dazu entschieden, eben, dass wir in Story-Modus will vorantreiben, aber die ganzen optionalen Sachen, wie man jetzt in der Mini-Map sieht, da die Geiselbefreiung und so, das machen wir natürlich auch noch. Nur für die Sachen möchte ich noch ein bisschen mehr geilere Sachen haben, sage ich einmal. Noch dazu entschieden habe ich mir, habe ich mich, dass ich eigentlich die Helikopterflüge in Zukunft, wenn sie über 500 Meter sein, einfach ausschneidet, weil man versammt eigentlich nicht viel. Gesehen hat man es schon mal, dass es wunderschön ist, und wir sehen uns gleich beim Kloster. So, wir sind beim Kloster angekommen und bei dem Fehlversuch von vorher wollte ich eigentlich sagen, wie der Wingsuit funktioniert, aber ich habe keine Ahnung, warum nicht aufgegangen ist. In dem Fail seht ihr es am Ende vom Windows, vom Video. Den schneide ich eigentlich ganz hübsch aus und den könnt ihr gerne anschauen. Jetzt lande ich halt einfach. Ich wollte oben ganz lässig aussteigen und bis zu mir Wingsuiten, aber das. Vorsicht mit den Kisten! Das hat irgendwie nicht funktioniert. Ich bin gestorben, es hat irgendwie die Safe Games von vorher nicht übernommen. Ganz komische Geschichte. Aber egal. Es ist halt so, wie es ist, und das kann man nicht ändern. Und jetzt spielen wir halt da ganz normal weiter. Als ob nichts gewesen war. Servus. Mach's gut. Was? Ich glaube, der war das ganze Leben lang nur wandern für ihren Glauben, die sind auch so angemahlen. AJ, du bist zurück! Ja, aber kennt mich. Man hört auf der ganzen Welt von mir. Finde ich sehr geil. So, schauen wir mal, dass wir da zum Wegpunkt kommen. Endlich einmal. Nein, ist nichts passiert vorher, das passt schon. Wir spielen da ganz normal. Was denn? Wie läuft's? Haut schon hin, du. Passt schon. Ah, der Sohn des großen Moha. Sabal sagte, du möchtest sehen, was deinen Vater inspiriert hat. Banashur, Gott der Götter, erschuf die Welt durch seinen Gesang. Dafür danken wir ihm. Wir danken den Göttern, dass sie uns Leben spendeten. Bitte, nimm dir einen Opferkorb. Halt zum Aufheben, das machen wir jetzt mal. Karma steht oben. Vollende die Chal-Jama-Bilgerreise. Gar nicht gewusst, dass ich vorne bin. Du sprichst nichts mehr? Nein, er sagt nichts mehr. Dann gehen wir einfach. Warten, Daten. Lesen. Okay. Und wir müssen da in den gelben Bereich wieder unten rein. Eine Karte erinnert uns daran, dass Wachstum aus der Bereitschaft erwächst, seine Grenzen zu überschreiten. Und wir nehmen aus dem Korb ein brennbares Stäbchen, sage ich jetzt einmal. Und die sieht da unten Schamani-Mühle. Das Leben ist so zart und flüchtig wie der Hauch eines süßen Duftes. Der Weihrauch symbolisiert unsere Sterblichkeit. Und wir zünden eine Stinkerkerze an. Yep. Wieder Karma-Punkte gekriegt. Servus, habe die Ehre. Und ich gehe jetzt da. Ohne Emotionen
zur Mani Mühle wollte ich sagen. Mit Running Day jetzt einmal. Und wieder Karma. Und ich glaube. Und wir sammeln sie in den Gebetsmühlen, um uns von den schlechten Gedanken zu säubern. Ja, ja. Die Mühle. Hab ich schon. Schauen wir gleich einmal. Und der Fortschritt. Karma Level 1. Passt sehr gut. Und jetzt machen wir da noch das, was wir tun müssen. Um zu interagieren. Yeah, blauer Rauch. Man kriegt da relativ viel Karma gleich am Anfang. AJ, die Daten, die du beschafft hast, diese Karte? Sie zeigt das Kloster. Die Armee wird jeden Augenblick deine Position angreifen. Bleib drin. Die Armee wird gleich angreifen. Okay, wir werden gleich angegriffen. Aufsätze kosten jetzt beim Handelsposten minus 25%. Also das finde ich schon sehr geil. Anscheinend kriegt Verstärkung. Zum C4 wechseln, ja, das weiß ich. Sagen wir mal das so. Aber ich lege jetzt da mal so Bomben denn daher. Passt gut. Weil wir noch ein bisschen Zeit haben für die Lesenratten und denk, lese das jetzt einmal nur schnell. Ist nämlich relativ interessant. Die Pause-Taste, wie immer. AJ, Soldaten kommen. Ja. Halte dich vor und nimm dir Waffen aus den Kisten. Ja, aber ja. Stress mich nicht. Na, hetz mich nicht, hat er gesagt. Und jetzt? Verstärkung ist immer noch nicht unterwegs. Was haben wir denn da? Ja, legt eine Mine, da sind wir voll. Passt gut, da sind wir auch voll. Verteidige das Kloster. Jetzt geht's los, meine Lieben. Da kann man sich schon. Aber gut. Und die legen da die Bomben. Und das müssen wir zu verhindern wissen. Sie greifen das Waffenversteck an! Halte dich vor und nimm die Waffen aus den Kisten. Ja, ist in Ordnung. Sprengen wir mal das Auto da. Dann ist nämlich der auch weg. Da ist auch noch einer. Den haben wir weg dann und den tun wir auch weg, weil er wieder da Pumpen legen. Es ist ein bisschen stressiger Abschnitt von dem Spiel. Sie greifen die heiligen Statuen an! Aber das passt schon. Jetzt waren seine Punkte da oben. Da hinter uns. Ups. Noch geht's. Oha, hinter uns. Da oben, der kann man gleich mit dem Hubschrauber. Das darf ich überhaupt nicht. So, der ist weg. Den haben wir weg dann da hinten, das passt. Und der da will wieder eine Bombe legen. Der ist auch weg. Oha. Okay, der gehört zu uns, der kämpft da für uns. Kann man da Schützenmarken rufen? Nein, kann man nicht. Laufen da oben. 55 Sekunden haben wir da. Nix guckst du blöd aus die Wäsche. So, auch wieder, auf wieder. Da macht man noch die Bomben. Da machen wir auch wieder mit dem Deck down. Und wir haben wieder Bomben. Zack. Und das ist da unten der. Den machen wir schön mit dem Schaufi. Die Soldaten greifen das Waffenversteck an. Helft mir! Jetzt muss ich nachladen. Passt. Jetzt ist er fertig. So, der ist weg. Dann haben wir den Stormy eine. Der ist weg. Und wir haben noch Minuten für den anderen drüben. Gott sei Dank haben wir Helfer, sage ich jetzt einmal. Man sieht unten die blauen Mandeln, die helfen uns nämlich.
Ja, haben wir eine Bewegungsmine. Das war ja sehr fein. Die haben wir jetzt mal daher. Einmal Stormy und den weg dann. Sicher nicht. War's das, weil die Musik auch gehört hat? Das war's schon. Boah, da habe ich letztes Mal gekämpft ohne Ende. Puh. Wir haben das Kloster erfolgreich verteidigt. Sehr, sehr geil. Das ist unser Kloster, ey. Machst du nach Hause, oder? So, was sprichst du? Hallo? Du hast uns gerettet. Du bist freilich. Deines Vaters Sohn, AJ. Ja, klar. Danke, AJ. Passt. Danke. Mission beendet. Sehr gut. Sehr viel XP haben wir wieder gekriegt. Ich schau mal schnell, weil Fähigkeiten haben wir nämlich auch wieder eine gekriegt. Passt. Mit der einen Punkt, das kostet sogar 2 schon. Okay. Der Elefant unten kostet auch 2. Noch können wir nichts erweitern. Namaste. Karma. Karma-Ereignisse beenden, kann man zu halten, ist klar. Dann kriegen wir Schützenhilfe-Upgrades, das ist auch klar. Je höher das Karma-Level ist, kann man bessere machen. Und durch Karma-Level machen wir Handelspostenpreisnachlässe. Das haben wir vorher gerade gesehen mit den Aufsätzen. Amita, das Kloster ist gesichert. Vielleicht erkennt Zabal nun die Bedeutung guter Aufklärung. Hättest du nicht diese Karte besorgt, hätten wir nie rechtzeitig eingreifen können. Gute Arbeit, AJ. Ja, der Amita taugt's. Meck, meck. Granaten haben wir wieder gekriegt. Und was steht jetzt am Programm? Karte? Da steht B, was ist das? Badra, übernimm eine Kampagnenmission für Badra. Du erhältst große Mengen XP. An das kann ich mich nicht erinnern. Dann machen wir es einmal, oder? Zurück nach Banapur und zum ersten Dorf, wo wir eingetroffen sind, in Kyrat. Schnellreise? Ja. Welcome to Banapur. Jetzt schauen wir gleich. Ich gehe immer gerne einkaufen, wenn ich da. Neue Waffe haben wir freigeschalten, die M700. Einiges freigeschalten. Ja, leck, mi fette. Gut. Kaufen, anpassen. Jetzt schauen wir mal. Körperpanzer. Sind wir auf 100, das passt. Waffen. MS. Was ist das? Zweihändiges Sturmgewehr. Klingt frech, aber mich interessiert mehr, was die M700 ist, und ich finde sie gerade wirklich nicht. Einzigartiges auch nicht. Da ist sie. Zweihändiges Präzisionsgewehr, und die kaufen uns jetzt auch. Ja, die schaut ganz nett aus. Befreie 2 weitere Glockentürme und Logine, schalte diese Waffe gratis für dich frei. Braucht man nicht. Denn ich habe was vor. Und zwar legen wir uns den da her. Ja. Und zwar hat die nämlich einen Schalldämpfer. Kaufen. Und das ist sehr praktisch. Ich glaube, man kann gleich einen Aufsatz tun, oder? Man kann mehrere auftun. Habe ich das jetzt oben? Highpower Tilfernrohr anbringen. Du kannst diese Waffe keine weiteren Aufsätze hinzufügen. Bitte entferne erst eine. Okay, ja. Also das passt schon. Das Tilfernrohr passt mal, Schalldämpfer passt mal auch. Also irgendwann sind einmal Grenzen gesetzt mit den Aufsätzen. Das ist kein Problem. Das passt. Was? So habe ich sie beim ersten Mal genommen. Hallo, ich bin ein Scharfschützengewehr. Ja, das machen wir jetzt nicht. Ursprünglich machen wir. Gefällt mir sehr gut. Ja, das ist jetzt auch wieder neu für mich. Schon so lange gespielt und man kann mehrere Aufsätze machen. Wissen muss man es. Und es schaut so aus. Sehr geil. Jawohl. Und wir wollten zu B. Der da unten ist. Und ich hoffe, dass sie jetzt nicht. Der Longinus ist auch schon wieder freischalten.
Und ich hoffe, dass jetzt nicht der gleiche Fehler kommt wie vorher, wenn ich da mein Wingsuit verwende. Ich will euch den nämlich echt zeigen, weil der nämlich mega geil ist. Da geht's weit genug runter. Und ich werde mal kurz speichern. Wir haben gespeichert immer rechts oben Sieg und jetzt probieren wir das einmal. Und da ist der Wingsuit. Ah, er ist so mega geil. Zin. Ah, das ist schon herrlich zum Spielen. Ja, aber man muss echt aufpassen, wenn man da gegen eine Wand oder was kommt. Tot, sofort. Gibt's nichts. Bist weg. Hast du als kleiner Vogel hast verloren. Und jetzt werden wir schneller aufpassen auf den Baum und Fallschirm. Und wir landen. Sehr geil. Der Krieg wenigstens vorbei. Erweist du den Familienrespekt? Das ist beeindruckend. Sowas habe ich noch nie gesehen. Tja, ich sah noch nie, dass jemand die Asche seiner Mutter herumträgt. Ob die Beerdigung meines Vaters auch so war? Ich war zu jung. Aber sein Tod teilte den goldenen Pfad. Die Dinge sähen anders aus, wäre er im Kampf gestorben. Doch so war es nicht. Er wurde ermordet. Ermordet? Was ist passiert? Ich weiß nur, dass er zu Hause starb, östlich von Banapur. Es ist noch da. Vielleicht gehst du einfach mal hin und fragst nach ihm. Sei vorsichtig. Das Gebiet gehört jetzt nur. Ich muss gehen. Kommt mir vor, als wäre ich seit Tagen unterwegs. Das Mädchen mit den grünen Augen gibt uns weiterhin Rätsel auf. Okay, da liegt noch was. Wieder ein Tagebuch haben wir erhalten und wir sehen auf der Mini-Karte unten, jetzt ist Y auch noch freigeschalten. Okay, was heißt das? Yogi und Reggie. Kriegen wir Rupien für deren Missionen und der Longinus ist freigeschalten. Geh östlich von Banapur, hat sie gesagt. Und du wirst Infos erhalten. Ja, das siege ich da jetzt zwar nicht, ja, da wahrscheinlich, bei den zwei, östlich, das ist ja östlich. Ja, ich gehe aber ungern irgendwo in ein Gebiet, wo ich noch nicht aufdeckt habe. Der Longi, der Herr DeLongi, so nenne ich jetzt, nicht mehr Loki, sondern DeLongi, der war noch in so einem Gebiet. Ja, wir machen jetzt mal Schnellreise, schnell nach Warschakot. Ich dachte, du kommst nicht zurück. Ich komme immer zurück. Jetzt haben wir wieder 500 Erfahrung gekriegt. Die einzigartige Waffe 87 ist jetzt am Handelsposten verfügbar. Nur freut mich, will ich aber nicht. Und wir schauen jetzt mal zum Longi. Zum D-Longi, sorry. Muss mich selber auch dran gewöhnen an den Namen. Was denn dieser von uns will? Setzen uns schnell einen Wegpunkt, soweit ist er nicht weg. Da schön wieder. Landschaftlich ist das alles ein Traum. Ups. Ja, über den Hügel kommt der Herbie schon drüber, das ist kein Problem. Der hat sich da ganz schön verschanzt da. Dami Ashram. Oh, den entdeckt. Ja, kleine Flammen gelandet. Sehr fein. Ziemlich hoch da alles. So, die zwei Kisten, die holen wir uns noch. Da steht er. Zack, eine große Kiste, sehr schön. Und eine kleine. Auch gut. Und da ist der DeLongi drin.
So, was der von uns will, meine lieben Freunde, das schauen wir uns das nächste Mal an. So, wir sind beim Kloster angelangt. Was ich eigentlich aber noch sagen will, ist natürlich unser neuen Wingsuit, den was wir gekriegt haben. Deswegen werde ich da mal ganz rotzfrech aussteigen und druck gleich L3.